wir sind unterwegs, wieder auf der Autobahn, nachdem wir einen kurzen Rast gemacht haben, weil wir festgestellt haben, oh mein Gott, man muss da reservieren auf die Plätze, die wir wollten. Fluch und Segen von Park4Night, weil es überhaupt nicht dasteht. Man hätte über tausende von Kommentaren durchgehen müssen, um zu wissen, oh, Reservierung. Wir waren auf der Seite und no way, keine Chance. Wir haben uns jetzt kurz entschieden, einfach, wir fahren einen Campingplatz an, da gibt es wohl auch eine U-Bahn-Station, die Richtung Stockholm fährt. Probieren wir das jetzt einfach aus, weil die Anfragen per Mail, naja, die nützen uns jetzt auch nichts. Wir fahren einfach hin, 300 Plätze soll es haben. Entweder haben wir Glück oder wir müssen zu dem nächsten hinfahren. Ein bisschen Spannung, Spiel und Spaß auf dem Weg nach Stockholm. Angekommen sind wir in Stockholm. Genau, hat gut geklappt. Bisschen viel Verkehr, aber alles gut. Das soweit. Ging. Ja, und unser Nachbar hier, lass uns mal drehen. Der fährt auf die Böcke. Genau, das ist nicht heiß, wir wären hier ganz alleine. Nein, Teddy ist mit an Bord, da seht ihr ihn. Ne? Und der ist jetzt auch entsprechend in Waage. Ja, was der Platz kostet etc., das werden wir euch im Laufe dieses Videos bestimmt erzählen. Und jetzt machen wir Kaffee und Küchlein, weil wir haben ja jetzt echt schon knappe 4 Stunden Fahrt hinter uns. Genau, aber es ist noch Mittag. Also wir haben jetzt, wie spät ist es? Jetzt ist es gerade mal... Kurz vor eins. Kurz also von daher, eins. Das ist doch super Jeder Zeit. Jeder macht seins, also sprich jetzt gibt's Kuchen. Die Rezeption war noch da, also die haben noch nicht ihr seins gemacht. Die sind auch bis 21 Uhr sind die da. Genau, sehr so. Freundlich auf jeden Fall. Guti, dann werden wir jetzt entsprechend blablabla. Das nächste. Wir brauchen hier noch eine Kamera, damit die Rückfront das mal ist. Ja, ja. Unfassbar hier. Gut, wir werden den Platz erkunden, machen aber keinen Stellplatz kalt, weil dafür sind wir viel zu selten hier. Genau. Aber jetzt heißt es Kuchen. So, lecker Kuchen. Hat man. Stefan, hast du den da jetzt schon reingemacht, den Schlauch? Nee, der hängt da noch so auf halb acht. Kannst du ja nochmal machen. Da geht's um den Schlauch. Ich hab dir vergessen, den Schlauch wieder ranzumachen. Ja, das ist schlimm, dass du sowas vergisst. Ja. Auf jeden Fall, wir laufen Richtung Spülbecken raus. Das gibt's nämlich auch hier. Wollen zumindest hier einmal gucken, wo und wir... Und interessanterweise sind wir hier im deutschen Eck. Deutsch. Ich glaube, die haben nach Nationalität getrennt. Genau. Weil dort drüben sind jetzt die Niederländer. Zu der Seite, genau. Und Spanier. Also, sie werden nicht komplett getrennt, auch Spanier dürfen mit dabei stellen. Ja, wir machen jetzt wieder die sogenannte Platzrunde. Wir werden eine kurze Platzrunde einfach mal euch gleich in Bildern zeigen. Das heißt, wir machen ein paar Fotos, zeigen euch dann darüber, was es hier alles am Platz gibt. Und das seht ihr jetzt. Und dann melden wir uns wieder wahrscheinlich direkt aus der City. Genau. So, angekommen sind wir am Reichstag, ans Parlamentsgebäude von Schweden, also von Stockholm, hinter uns. Da seht ihr jetzt nur eine Holzwand, weil wird nicht eigentlich gebaut, aber die anderen Bilder werden wir euch einblenden. Allgemein wundert euch nicht, wenn wir weniger solche Laufszenen oder alles haben, weil es sind natürlich sehr, sehr viele Menschen, das werden wir nicht machen. Genau, ihr seht immer mal ein paar Bilder eingeblendet, wir blenden euch da halt einfach was ein und das ist, glaube ich, am besten. Genau, weil wir selber wissen noch nicht wirklich was. Wir haben für morgen einen Plan, da wollen wir auf eine Insel mit 2 bis 3 Museen. Das ist der Plan für morgen. Für heute lassen wir uns einfach nur berieseln, einfach mal ein bisschen durch die Stadt schlendern. Und ja, alles, was wir dann sehen, das seht ihr jetzt in den nächsten 2, 3, 4 Minuten. Genau.
das leckere Essen jetzt hier begrüßen und berichten. Servieren. Ja, wie soll ich sagen? Wir haben jetzt den Grill schnell herausgepackt und haben erstmal hier ordentlich aufgefahren. Ne? Salat. Sieht man da auch. Schönes Glas Wein. Und eine Kartoffel. Bisschen Tzatziki. Naja, hier nochmal schnell einkaufen gewesen und haben wir nochmal ein bisschen kurz geguckt, ob es Tzatziki gibt. Gibt es, also lecker. Ja, in diesem Sinne, Mahlzeit. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es schon sehr spät, 10:04. Genau, und haben uns bereit gemacht, dass wir sozusagen jetzt gleich in die Stadt fahren werden mit der U-Bahn. Nein, S-Bahn. Mit der Tunnelbahner, Metro, U-Bahn. Aha, okay, gut. Mit der Tunnelbahner, so heißt es hier. Ja, wir sind relativ soweit. Was wollen wir erleben heute? Ja, wir wollen uns heute zwei Museen angucken auf jeden Fall. Genau. Bärbel will mit ABBA tanzen. Mal gucken, ob wir sie dazu hinkriegen. Die Kamera ist ja vorbereitet dafür. Vielleicht ruft ja irgendjemand der ABBA-Leute auch an. In ja, Björn Telefon. Oder Benny, werden wir sehen. Mal gucken. Und dann wollen wir noch ins Wasermuseum. Hat aber nichts mit Knäckebrot zu tun. Nein. Ja, und jetzt schauen wir mal, ob wir das alles so hinkriegen. Auf jeden Fall nehmen wir euch da mit. Und jetzt heißt es erstmal Müll wegbringen. Ne? Genau, den habe ich noch drin im Auto. Den hole ich jetzt gleich raus. Deshalb ist er nicht da. Ja. Ja, und falls ihr euch wundert, warum ich so dick angezogen bin, es sind nur 12 Grad. Ist nicht so schön und teilweise windig und man muss sich ja nichts einfangen, ne? Nein. Also dementsprechend laufen wir jetzt los, ab zur Tunnelbahner. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. Day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. So, wir stehen jetzt hier kurz vor dem ABBA-Museum. Da werden wir gleich reingehen, damit wir auch noch was erleben. So, back to the 70s, 80s. Mal gucken, ob ich noch Merchandise bekommen und wenn ja, werden wir es euch nachher erzählen. Genau. Ja, und jetzt gehen wir rein und danach melden wir uns nochmal wieder, weil wir ja noch zu einem weiteren Museum wollen. Ne? Ja, aber erstmal aber sind wir gespannt, was es hier zu sehen gibt. Genau, Mamma Mia. So, Marcel. Ja, das war mal ein Abenteuer, Take a Chance on Me. Ne? Ja. Aber Museum haben wir durch. Jetzt kann ich gerade mal gucken, wir haben für zwei Senioren, also ab 65 gibt es ja Seniorenrabatt, und zwei normale Erwachsene haben wir 1060 schwedische Kronen bezahlt. Ja, das Pi mal Daumen 106 Euro. Genau. Hat jetzt, ist nicht jetzt ganz wenig, klar. Aber ich finde, es hat sich trotzdem gelohnt. Es war genau. Der Besuch war es wert. Man konnte nochmal in den 70er Jahren abtauchen und man konnte noch so einiges sehen, was auch früher so funktioniert hat. Jetzt werden wir ins nächste Museum gehen und zwar ins sogenannte Wasermuseum. Genau. Hat aber wie gesagt mit dem Knäckebrot überhaupt nichts zu tun, nämlich nicht mal ansatzweise. So, dass wir jetzt einfach mal schauen, was es soll wohl mit um Schiff handeln und da werden wir euch natürlich jetzt wieder Bilder einblenden und danach das Feedback geben, wie wir es denn fanden.
Das war das Wasermuseum. Das Nicht-Knäckebrot-Museum. Ja. So, falls ihr euch wundert, Frisur ist relativ pompös, aber weil ich die ganze Zeit Mütze auf hatte, weil wir haben heute Wind angesagt, anderen Wind und all das letzte. Und jetzt Mütze ist auf. Es total schön geworden. Ja. Das haben sie auch gesagt, dass bedeckt ist. Ja, klar, es ist bedeckt. Aber die Sonne scheint immer mal wieder durch, also es ist wirklich tolles Wetter. Genau, da haben wir auf jeden Fall alles richtig gemacht. Dann haben wir heute erfahren, also eben gerade, das werden wir euch dann gleich im Nachgang einblenden, dass heute so ein Musiktag hier in Stockholm ist. Das heißt, du hast immer wieder verschiedene Optionen, mega, wo du Musik hören kannst. Ich empfehle euch, wenn ihr das nächste Mal hier seid, googelt danach, weil nicht, dass ihr hinfahrt und sagt, wir sind heute im Musikstar, was sind da? Können wir euch nicht sagen, wir haben es auch nur durch Zufall mitbekommen. Es war sozusagen ein Giveaway, ne? Oder genau. Zumindest ein... so ein zusätzliches. Genau, ein Präsent dazu. Ein Feature, genau. Das Wort not a bug, ja. Ist ein Feature. Genau. So, jetzt suchen wir was, ja, was zum Futtern. Mhm. Die große Problematik bei mir. Aber wir sind da guter Dinge, dass wir irgendwas finden werden. Zur Not schicke ich dir in ein Restaurant und ich gehe zu Mc's. Wird ja wohl hoffentlich auch geben. Ja, naja. Wir versuchen erstmal ein schönes Restaurant für uns alle zu finden, ne? So, und in dem Sinne seht ihr jetzt ein bisschen was von der Blaskapelle, die wir dort gesehen haben. Und ja, wir melden uns dann vom Platz wieder. Und alles, was ihr jetzt seht, sind noch mal ein paar Impressionen von Stockholm. Gute Empfehlung, würde ich sagen. Kommt einfach mal her. Eingekauft haben wir jetzt auch wieder, gleich für 2 Tage. Genau, was gegessen hatten wir ja auch. Ja, ich bin der Einzige, der hier mal vernünftig schwedisches Essen macht. Die anderen meinen hier norwegisches Essen zu machen. Wenn man schon mal in Schweden ist, essen wir doch das Standardgericht, Jetpula. Genau, und wir haben einen schönen norwegischen Lachs. Genau, mit so leckerer Dillkartoffeln. Ja, genau, das war auf jeden Fall sehr lecker. Oder Kartoffeln in Dillsoße, was immer die da gemacht haben. Ich hatte Dingsbums Kartoffelpü bei und naja, diese komischen Prasselbeeren habe ich mal weggelassen. Ja, ja, das was wieder gesund ist, dafür das mag er wieder nicht. Hallo, ich habe ein bisschen, was war da drauf, Petersilie muss ausreichen, war grün genug. Genau, und ihr seht, Sonne ist da, also ich sag mal nicht komplett da, aber schon ganz schön. Ja, aber dafür, dass sie eigentlich Regen angesagt haben, ist jetzt genau das nicht passiert. Es ist nämlich gar kein Regen gekommen. Genau, also wir hatten also eigentlich einen wunderschönen Tag, nicht? Würde ich behaupten, hat das Hoffnung für die nächsten Tage, wo das Wetter auch so komisch angesagt ist, dass wir vielleicht doch gutes Wetter haben werden. Wir wollen mal die Daumen drücken. Genau, jetzt geht es für uns Richtung Campingplatz, auch wenn es erst in Anführungszeichen 16:30 ist. Ja. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt schon, dass ich gleich jedes Tier im Wohnwagen killen werde, was da ist. Wo einfach nur die Schuhe ausziehen. Naja. Und naja. Dann schauen wir mal, was der Abend noch so bringt, ne? Genau. Laber. Ich hab doch gesagt, dass ich keine Geburt habe, oder? Wir haben welche. Das weiß ich nicht, muss ich probieren. Hab ich. Aber ich habe hier meine Knäckebrote. Ach, du hast Knäcke. Hab ich doch gesagt, oder? Jetzt ist sie doch mit drauf. Sowieso. So, wir sitzen jetzt mal drüben. Dafür, dass Teddy schon die ganze Zeit dabei ist, saßen wir aber per Aufnahme noch gar nicht drin, weil wo wir Kuchen gegessen haben, haben wir keine Aufnahme gemacht. Ich wollte gerade sagen, wir haben heute Morgen auch schon hier drin gefrühstückt und so weiter. Also wir haben immer mal wieder, wir wechseln ein bisschen die Fahrzeuge, würde ich sagen, weil das eine gibt es mal hier und das andere gibt es mal da. Ist ja auch vollkommen damit in Ordnung. Damit jeder mal Dreck hat. Ach so, wir krümeln überall mal was. Genau, wir krümeln überall. Genau, jeder muss mal abwaschen, wurde aus dem Off gerade gesagt. Also es stimmt natürlich auch. Abwaschen gehört natürlich auch dazu, klar. 18.14 Uhr, erstes Video ist schon online. Haben wir gestern fertig geschnitten. Richtig. In 2 Stunden haben wir das hingekriegt. Genau, wir haben gerade noch draußen gesessen, war nämlich noch schön. Kalt.
Ja, aber es war trotzdem noch schön. Also haben noch ein schönes Glas Wein getrunken. Ihr habt zwei Gläser Wein getrunken, jetzt hören wir auf. Ja, gut, wir mussten ja noch ein bisschen die überschüssigen, Flaschen leer machen, weil wir ein bisschen noch zu viel für die Einfuhr nach Norwegen haben. Also da muss man auch übrigens drauf aufpassen. Ja. Ja, sollte man. Hm. So, jetzt wollen wir was essen, pack die Kamera weg und wir sehen uns wahrscheinlich morgen bei der Abfahrt aus Stockholm. Also Mahlzeit. Jetzt sitzen wir wieder in unserem Malibu, nachdem wir ja mitbekommen haben, dass da drüben andauernd in die Kamera gequatscht wird. Wobei, nein. Das zeigt ja, dass so wir es haben wollen. Ne? Das ist ja zwei Vans on Tour, ne? Ist ja nicht nur immer ein Van on Tour. Ja, jetzt wird es mal Zeit. Wir wollen mal einen kurzen Blick schon mal machen. Wir haben ja das ABBA-Museum gemacht, wir haben das Vasa-Museum gemacht und wir sind ein bisschen ÖPNV hier gefahren. Sind ja auf dem Stellplatz in Bredang, glaube ich das. Wird auf jeden Fall euch unten eingeblendet. Dazu können wir euch morgen mehr sagen, was es im Endeffekt gekostet haben. Zwei Nächte sind wir da. Ist auch unterschiedlich von den Preisen her, weil wir haben keinen Strom. Ich vermute mal so 35 Euro wird es pro Nacht werden. Genau, das werden wir euch aber morgen auf jeden Fall erzählen. Mhm. Oder im Gesamtendvideo. Es wird ja nochmal so eine Auflistung, werden wir mal fertig machen. Denn was hat es gekostet? So ein Pepper, 6 Meter... 70? Aber da kommt dann alles zusammen rein. Also es da wird nicht jeder einzelne Preis dann durchgegangen, weil das würde das Video einfach sprengen. Da würden wir allein noch mal eine Woche nur ein Video drehen. Nein, genau. Es geht dann wirklich darum, der Pepper ist ja 6,70 Meter, glaube und wir sind ja 5,99 Meter, die magische Grenze unter 6 Meter, das merkt man schon. Ja. Weil allein die Fähre, die wir gemacht haben, von Rostock nach Trelleborg ist der Unterschied. Da ist jetzt Frühstück mit drin, aber das war im Endeffekt fast gleich durch den Seniorenrabatt. Wir 84 Euro, der Pepper 124 Euro. Ja, das ist dann schon. Also da merkt man schon mal den Unterschied. Bisschen Geld, was da mehr ist. Tanken werden wir mal sehen, was wir sehen. Auf jeden Fall Stockholm. ÖPNV empfehlen wir euch, wenn wir von diesem Stellplatz, ist ideal, weil ihr wirklich, das sind keine 700 Meter, da seid ihr direkt an der Bahnstrecke, an der Bahn-Dings da. Genau. Und B, da ist auch ein Supermarkt. Also ihr habt und eine Bäckerei und eine Konditorei. Das habt ihr alles da direkt in Bredang Zentrum. Und wenn ihr mit dem ÖPNV fährt, kriegt ihr so eine Plastikkarte. Ja, gut, okay. Die ist halt, ich sag mal, nicht ganz ökologisch, weil sie halt aus Plastik ist. Aber man kann sie jedes Mal wieder benutzen. Das heißt, man geht einfach zum Service-Schalter und lässt sie sich wieder aufladen und zahlt dann im Prinzip sein Ticket, eine Fahrt. Also wir haben immer nur Einzelfahrt genommen. Und dann wird die wieder ausgeladen. Die ist dann 75 Minuten gültig. Da könnt ihr dann 75 Minuten hin und her fahren. Überall hin. Mit Bus, Straßenbahn und mit der Tunnelbahn. Also mit der Metro, U-Bahn. Genau, uns hat das auf jeden Fall ausgereicht. Genau, wir haben mal durchgerechnet einfach, was verfahren wir. Im Endeffekt sind wir tatsächlich gestern hin und zurück gefahren und heute hin und zurück. Und jeweils Einzelticket. Weil es war günstiger als die Tages. Es gibt leider keine Gruppentickets. Deshalb sagen wir euch in Stockholm, nehmt, guckt das euch genau an. Weil ihr müsst nur zu T-Central und von dort aus könnt ihr alles ablaufen. Also wir sind ja selbst von dort aus bis zu der, Museumsinsel gefahren. Ja, also gegangen. Gegangen, genau, weil es hätte sich gar nicht gelohnt zu fahren. Also nö. So haben wir wirklich schöne Sachen entdeckt. Man sieht was, genau. Genau, also für euch mal, was kostet ein Senior? Und wir haben Normaltarif bezahlt, das sind so 78 schwedische Kronen und Senioren bezahlen 52 schwedische Kronen. Wie gesagt, immer im Doppelpacken. Rechnet einfach durch zwei, dann wisst ihr, was es kostet. Ja. Ja, aber Museum, ich glaube, dafür müssen wir mal kurz in uns gehen. In uns gehen heißt einfach, dass wir euch mal zur Seite packen. Nein, aber Museum haben wir 1060 schwedische Kronen. Das sind Pi mal Daumen so 100 Euro. Die Senioren haben 3 Euro weniger bezahlt. Also es ist schon eine ordentliche Hausnummer. Das ist richtig viel. Und es war voll. Also guckt vielleicht, ob Kreuzfahrtschiffe da waren. Bei uns war die Britannia da, das hat man mitgekriegt. Es waren andauernd irgendwelche Leute dabei. Da Audio Guides müsst ihr vorbuchen. Wenn ihr das nicht tut, dann gibt es dort keinen Guide vor Ort. Und dann, okay, es ist alles Englisch und Schwedisch. Also wer Englisch kann, der kann sich das durchlesen. Ist eigentlich auch vieles selbsterklärend. Ihr habt die Bilder gesehen. Es ist was Besonderes, aber... Naja,
Also ich habe mir ein bisschen noch mehr drunter vorgestellt. Das war so ein bisschen, ja, okay. Ich sag mal so. War ein Museum, sage ich mal so. Im Endeffekt gucke ich mir lieber The Movie Teil 1 und 2 an und gehe vielleicht lieber ins ABBA Musical und habe davon irgendwie mehr. Muss ich leider sagen. Ehrlich gesagt, für den Preis war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe mir da mehr drunter vorgestellt, zumal ich das jetzt vergleichen kann mit dem Vasa-Museum, was wesentlich günstiger war, was auch ganz witzig war, weil wir, als wir die Karten gekauft haben, habe ich dann nur irgendwann, also ich habe dann in Englisch das Ganze bestellt und so weiter. Und dann hast du auf Deutsch und dann habe ich gesagt, naja, oh, siehst du, ist ja sogar günstiger als das ABBA-Museum. Und dann antwortet irgendwer auf einmal auf Deutsch und ich dachte mir, wer spricht denn jetzt hier mit Deutsch mit mir? Ja, da war das die Kassiererin, die dann halt plötzlich Deutsch konnte. In Schweden sollte man immer aufpassen, wie viele können hier auch Deutsch. Auf jeden Fall 190 schwedische Kronen pro Person haben wir bezahlt, 760 schwedische Kronen. Und das ist wirklich, das Schiff ist so wahnsinnig. Ihr habt die ganzen Bilder von uns gesehen. Wir blenden euch ja gerade ein Bild davon ein. Wow, wow, wow. Also wenn ihr da seid, schaut euch auf jeden Fall das Vasa-Museum an. Es ist viel mehr wert als das ABBA-Museum. Müssen wir zumindest. Müssen wir einfach sagen. Genau. Ja. Essen waren wir ja auch. Das ist ein bisschen teuer natürlich, wenn ich überlege, ich habe nur Chötbulla gehabt und ihr habt jetzt norwegischen Lachs gehabt. Da haben wir mal und eine Pepsi und für 4 Personen haben wir mal schlappe 108 Euro mit Trinkgeld, ja. Alter Falter, das sind natürlich Preise, das müsst ihr wissen, das kommt euch oft zu. Das ist nun mal so. Ja, gut, aber es war lecker. Qualitativ war es gut, es war lecker. Es war in Ordnung, also da kannst du halt auch nichts zu sagen, ne? Das ist halt, es ist halt landestypisch und etwas teurer. Am Hafen und es ist keine Touristenattraktion, weil viele denken, das ist halt für die Touristen. Es waren sehr viele Schweden. Da waren mehr Schweden als Touristen, aber wir waren die Touristen. Das haben wir mitbekommen. Ja. Ja, wir waren zweimal einkaufen, können wir euch noch nichts sagen, aber so Pi mal Daumen. Wir haben ein bisschen Obst gekauft, wir haben ein bisschen Fleisch gekauft. Wir sind immer so zwischen 30 und 40 Euro. Ne, ich glaube, das eine Mal jetzt hatten wir, glaube ich, 22 Euro ungefähr und gestern hatten wir 25 oder 28 also Euro. Noch weniger. Also, und heute haben wir Fleisch und Gemüse gekauft. Also das geht schon, das sind eigentlich normale Preise, kennen wir gerade aus Deutschland. Nicht anders. Ja. So viel zu Stockholm. Morgen geht's weiter Richtung hoch, ab in den Norden. Wir wollen ja eigentlich zu den Lofoten. Das heißt aber noch viele, viele Kilometer hier in Schweden fahren. Mhm. Dann nehmen wir euch natürlich mit. Und morgen gibt's noch mal eine kurze Information, was der Preis hier, der Platz gekostet hat. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Bett. Wir sind durch für heute. Und morgen geht's weiter. So, wir haben jetzt keine Ahnung, wie spät. 7:58 es ist Zeit für Frühstück. Und ja, heute wieder im Malibu, also im Bagheera. Und du siehst, oder ihr seht, viel drauf. Hier so ein bisschen, so gesundes Zeug. Da kommt bald ungesundes Zeug. Stefan steht hinter der Kamera, weil der muss noch einiges tun. Und zwar Toast musst du machen. Ne? Genau. Einfach nur mit dem Finger, mit dem Kopf schütteln. So, und dann, was machen wir danach? Fahren wir los. Dann fahren wir los. Wir wissen ungefähr, wo wir hinwollen, aber das erzählen wir euch erst, wenn wir fair und entsorgt haben. Jetzt gibt es erstmal was zu essen. Guten Hunger. Versorgt haben wir, entsorgt haben wir und Frischwasser haben wir auch wieder und wir haben bezahlt. Jetzt können wir euch sagen, was hat es gekostet. Insgesamt 2 Nächte, 2 Vans inklusive Strom für einen Van. 1430 Euro. Nein. Schwedische Kronen. Kronen, genau. Also 670 hat das gekostet, 335 schwedische Kronen. So Pi mal Daumen. Wir runden es mal auf 34 Euro pro Nacht und Strom, wie gesagt, 4,50 Euro pro Nacht. Wir brauchen es ja nicht, aber für meine Eltern war es halt ganz gut. Ist halt so. Und da klingelt es gerade. Jetzt müssen wir mal erstmal funken. Mal sehen. Funken wir mal. Ja, wie die? Aha, die scheinen soweit zu sein. Also müssen wir jetzt los. Wir werden jetzt erstmal tanken fahren. Alter, dann fahren wir tanken. So, wir sind direkt beim Tanken angekommen. Jetzt sind wir mal gespannt, was müssen wir tanken. Wir gucken. Mensch, nur 1342 Euro. Das geht ja noch. So, wahrscheinlich müssen wir hier auch nichts weiter machen. Das ist relativ einfach. Das heißt, man geht hier mit der Kreditkarte davor. Weil, obwohl, ich weiß nicht, ob man da jetzt nochmal mit der Kreditkarte nochmal vorgehen muss. Ja, das weiß ich auch noch nicht so genau. Guck mal, ob man mit der Kreditkarte nochmal, weil kann ja sein, dass wir hier eine Quittung oder sowas kriegen. Hier gibt es einen Stopp.
Ja, drück mal Stopp. Und was passiert? Nö. Und wenn ihr da jetzt mit der Kreditkarte? Oder hätten wir vorher Info machen müssen? Weiß ich nicht. Echte Kontakt, Pay with Card? Nee. Accept Card, Payment Card, Kontakt. Also, eigentlich steht da alle. Ja, da müssen wir aber ein Foto irgendwie machen, damit wir wissen, wie viel wir dafür verbrauchen, ne? Das ist ja jetzt wichtig, weil ich dachte, man hätte da jetzt so eine Art Quittung oder sowas. Ja, vielleicht. Wir werden es gleich euch austesten, dann werden wir sagen, was wir insgesamt verbraucht haben und dann geht es weiter. Wir wollen 500 Kilometer weit fahren. Sorry, wenn das gerade ein bisschen so irritierend war, aber wir müssen uns das erstmal durchlesen. Und wie gesagt, 500 Kilometer, Pi mal Daumen, wollen wir Richtung Norden und da nehmen wir euch auf jeden Fall mit.